dann eine frohe Botschaft an alle, die es lieben, ihren Geschwistern zu helfen. Und das sollte auch eine gängige Sache von uns sein, dass wir versuchen, unseren Geschwistern zu helfen. Was heißt, unseren Geschwistern zu helfen? So gut du kannst. Manchmal kannst du ihnen helfen und manchmal kannst du ihnen nicht helfen. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Und die Überlieferung ist bei Ibn Abi al-Dunya, liebe Geschwister, und bei al-Tabarani und Sheikh al-Albani sagte in Silsila al-Sahiha, dass sie authentisch ist. Er sagte alaihi salatu wasallam, وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا. Dass ich meinem Bruder bei einer Angelegenheit helfe. Was kann diese Angelegenheit sein? Zum Beispiel? Umzug. Umzug. Sind wir gleich beim richtigen Thema. Richtig. Da kommen sowieso die wenigsten. Wenn du 10 Leute haben möchtest, musst du wie viele Leute anrufen? Ungefähr 100. Wie viel kommen von 100? Ein einziger. Der Ärmste weiß nicht, wie schwer deine Sachen sind. Deswegen, der wusste nicht über die Lage Bescheid. Dass du deinem Bruder bei einer Angelegenheit helfst. Was wollen aber die meisten heute als Hilfe? Geld. Richtig? Geld. Kommen nicht manche und sagen, Habibi, Aini, Kalbi. Der hat die schönsten Wörter. Kannst du mir nicht 20 Euro geben? Ja, wir haben sie schon alle gehabt, diese Leute. Möge Allah uns bewahren. Wallahi, Leute, die Geld von der Moscheekasse geklaut haben. Und sie denken, dass sie erfolgreich sein werden. Sie wissen nicht, dass dieser eine Cent, wenn es nur ein Cent wäre und es war mehr, dass dieser sie in Jahannam hereinstürzen kann. Aber manche Leute, sie lieben das Geld. Und sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Wenn du ihnen etwas geben kannst, eine Hilfe, 2 Euro, 5 Euro, 7 Euro, sowieso, wenn du deinem Bruder Geld gibst und du bekommst es von ihm wieder, zum Beispiel er sagt dir, kannst du mir 100 Euro leihen, dann gibst du ihm 100 Euro, dann sind 50 Euro von diesen 100 Euro die Hälfte sofort Sadaqa, obwohl du sie wieder zurückbekommst. Bei Allah zählen sie als Sadaqa. Ich empfehle heutzutage, das sage ich aus meiner Erfahrung, vielleicht habt ihr andere Erfahrung, wenn jemand Geld will und er fängt an zu schwören, Wallah, ich gebe dir das wieder und du weißt, der schreibt dir einen ganzen Roman, gib ihm etwas für Allah und vergiss es. Vergiss es. Wallahi, weil ansonsten wirst du nur Hass und Groll gegen ihn bekommen, so mies wie er danach handelt. Deswegen, als einer dem anderen gefragt hat einmal, kannst du mir Geld leihen? Er sagte, ich gebe dir das Geld. Aber du küsst jetzt erstmal meine Hand, dann gebe ich dir das Geld. Er sagt, warum soll ich deine Hand küssen? Er sagt, guck mal, wenn ich dir das Geld gebe, dann werde ich hinterherlaufen, bis ich dir die Füße küsse, dass du es mir zurückgibst. Deswegen küsst jetzt meine Hand. Und so ist das. Das ist so leider, liebe Geschwister. Wallah al-Azim. Er kommt mit so einem guten Charakter, wenn du ihn hörst. Gesicht lächelt. Er ist bereit, alles zu tun. Aber sobald dieser Räuber, sage ich, das Geld in der Hand hat, er wird als erstes sein Telefon ausstellen. Dann lässt er sich ein Bart wachsen. Nicht für die Sunna, damit du ihn nicht mehr erkennst. Das haben wir kennengelernt. Wir wollen diese ganzen Themen nicht haben, liebe Geschwister, damit nichts in unser Herzen kommt. Was haben wir gesagt? Gib ihm einfach das Geld und vergiss es. Wenn du deinem Bruder in einer Angelegenheit hilfst, Klammer auf, Klammer zu, auch wenn du versuchst, ihm zu helfen und du konntest ihm nicht helfen, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass ich ihm helfe, ist mir lieber, als dass ich einen Monat in meiner Moschee, Masjid al-Nabawi, wo ist sie, in welcher Stadt? In Al-Madina ist mir lieber, dass ich einen Monat I'tikaf in dieser Moschee mache. Was ist I'tikaf? Ihr wisst, im Monat Ramadan ziehen wir uns die letzten 10 Tage zurück, wenn wir können. Im Monat Ramadan ziehen wir uns die letzten 10 Tage zurück. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Zeit gemacht? Er hat sich was aufgestellt in der Moschee? Ein Zelt. Was wollte er erreichen in den letzten 10 Tagen? Was wollte er erreichen? Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Laylatul Qadr ist besser als 1000 Monate. Deswegen hat der Prophet ein Zelt aufgeschlagen. Und er hat dieses Zelt nicht einfach so aufgeschlagen. Er hat in der Masjid, wo man eigentlich relativ Ruhe hat, nochmal ein Zelt aufgeschlagen, damit er seine Ruhe hat, um was zu machen.
Was macht man in der Masjid? Ha? Beim Ertikaf. Dhikr, sehr gut. Ibadah, allgemein. Was noch? Koran lesen, und das ist das Beste im Monat Ramadan. Dieses alles und ein Gebet in Masjid al-Nabawi zählt wie viel? Wie viel an Lohn? Das Tausendfache. Allahu Akbar. Dass er einen ganzen Monat diese Ibadat macht, ist ihm nicht lieber, als dass er einem Bruder hilft. Sei es auch noch bei einer kleinen Angelegenheit. Deswegen helfe deinem Bruder. Und du wirst diesen großartigen Lohn bekommen, bi'idhnillah ta'ala. سبحان الله